Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quickshot. Ey, ich bin schon geimpft. Ach so, okay. Pandemic Hot Zone Europe. Ja. Der kleine Ableger von Pandemie, auch für 2 bis 4 Spieler, hier mit einer Spielzeit von ca. 30 Minuten. Wow, und das ist ja schnell. Wie sich das spielt, zeige ich euch jetzt. Ja, kommen wir nun zur schnellen Regelübersicht von Pandemic Hot Zone Europe. Wer Pandemie schon kennt, der kann direkt die letzte Seite der Regeln aufschlagen und muss sich hier nur die Unterschiede anschauen. Wir haben das Spiel hier vorbereitet für 4 Spieler. Es beginnt der Spieler, der die Stadt mit den meisten Einwohnern hat, was in diesem Fall der Pilot ist, der entsprechend Berlin als Stadtkarte auf der Hand hat. Er darf als Zusatzaktion in eine beliebige Stadt fliegen, die 1 oder 2 Städte entfernt liegt und überspringt dabei die Städte. Du darfst dabei eine andere Figur als Passagier mitnehmen. Und er würde ja anfangen, das heißt, er macht eine der Aktionen, und zwar seine Sonderaktion, und nimmt entsprechend zum Beispiel diesen Spieler mit, fliegt mit einer Aktion 2 Felder weit. Eine weitere Aktionsmöglichkeit ist es, für eine Aktion jeweils einen Würfel aus der entsprechenden Stadt, in der man sich befindet, zu nehmen. Das ist die Aktion Seuche behandeln. Das heißt, 2. Aktion, 3. Aktion und die 4. Aktion. Wir haben nämlich genau 4 Aktionen, die wir in unserem Zug ausführen können. Am Ende des Zugs, hier ist der Spielablauf, werden 2 Karten hier nachgezogen. Handkartenlimit ist hier bei exakt 6. Sollte man mehr als 6 Karten haben, muss man entweder Stadtkarten abwerfen oder Ereignisse spielen. Er hat jetzt zum Beispiel hier einen Haufen Ereignisse. Da müssen wir gleich mal schauen, wie wir die sinnvoll verwenden können. Eine andere Möglichkeit wäre es, zum Beispiel einen Direktflug oder Charterflug zu machen, denn wir können uns entweder einen Schritt ganz normal bewegen oder aber wir können in eine Stadt fliegen, die entsprechend, wo wir die Karte auf der Hand haben, oder aber wir können zum Beispiel einfach die Karte in der Stadt, in der wir stehen, abwerfen. Das macht jetzt hier die Virologin. Wir stehen nämlich in Genf und dann darf man in eine beliebige Stadt fliegen. Ziel wäre hier Dublin und dann würde ich hier diese 3 Würfel mit Aktion 2, 3 und 4 aus Dublin entfernen. Und somit haben wir das Risiko in Dublin akut gesenkt. Nun ziehe ich entsprechend 2 Karten nach und ziehe, na super, eine Epidemie. Epidemie ist immer das, was unschön ist, denn hierbei wird die Infektionsquote erhöht. Wir ziehen hier von diesem Stapel die unterste Karte, legen nach Stockholm nun 3 Seuchenwürfel und dann wird quasi dieser Stapel komplett gemischt. Und hier wieder aufgedeckt. Dann ziehen wir ganz normal wieder 2 Karten und nach Athen und Sofia kommt jeweils ein Seuchenwürfel. Sobald wir 4 Karten einer Farbe haben, können wir nach Genf gehen und das Gegenmittel erforschen. Das heißt, hätte dieser Spieler jetzt zum Beispiel tatsächlich 4 rote Karten und wäre in Genf, könnte er mit einer Aktion, indem er die Karten ablegt, das Gegenmittel erforschen. Dazu muss man das hier euch drauflegen und nun heilen sich die roten Seuchenwürfel quasi von allein, denn mit einer Aktion räumt man die ganze Stadt auf. Eine letzte Aktionsmöglichkeit ist noch das Wissen teilen. Befinden sich 2 Spieler in der gleichen Stadt und einer hat entsprechend diese Stadtkarte, in der sich die Spieler befinden, darf er diese mit einer Aktion an den anderen Spieler weitergeben. Jetzt noch final das Spielende. Das Spielende kann auf 3 Arten eintreten. Immer wenn eine Stadt infiziert wird, in der bereits 3 Seuchenwürfel liegen, kommt es zu einem Ausbruch und die Seuche verbreitet sich in alle Richtungen weiter. Das wird hier entsprechend markiert. Eine Spielende-Möglichkeit ist, dass es zum 4. Ausbruch kommt, dann haben wir das Spiel sofort verloren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass uns hier die Seuchenwürfel ausgehen sollten in einer Farbe und wir welche legen müssen, auch dann verlieren wir das Spiel. Oder ein Spieler in seinem Zug hier keine Karte mehr ziehen kann, auch dann endet das Spiel. Wir gewinnen allerdings sofort, wenn wir es geschafft haben, entsprechend Heilmittel zu allen 3 Seuchen zu entdecken.
Ja, und das waren auch schon die Regeln. Eine einzige Anpassung gibt es noch im Spiel. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze zu modifizieren, indem es hier nämlich Mutationen zu den verschiedenen Krankheiten gibt. Und ja, die kann man bei der Spielvorbereitung in die drei Stapel, wo auch jeweils eine Epidemie reingemischt wird, mit reinmischen. Entweder eine dieser Mutationen oder zwei dieser Mutationen. Und dann wird es natürlich nochmal ein deutliches Stück knackiger für alle, die Pandemie gerne spielen. Und jetzt zurück zum Fazit an Dr. Kopchan und Dr. Knab. Ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, ne? Nee, ist es jetzt nur schnell oder ist es auch schnell und gut? Da gab es doch schon mal so ein Pandemic, das zwar auch schnell war, aber... Man hat hier einfach versucht, entsprechend mal eine andere Karte reinzubringen, eine Europakarte, was ich per se schon mal ganz gelungen finde. Ja, doch schon. Man hat das Ganze in der Größe und in der Ausbreitung entsprechend reduziert, hat statt vier entsprechende Seuchen nur noch drei verschiedene Seuchen, denen wir Herr werden müssen. Ja. Wir müssen weniger Karten sammeln, um das Gegenmittel zu finden. Und somit haben wir es eigentlich an vielen Stellschrauben kürzer und leichter gestaltet. Ja. Das ist natürlich... Ich meine, das normale Pandemie hat mir auch nie so gefallen, weil es halt irgendwie so recht eintönig vorkam und auch zu lang ging. Und das jetzt ist einfach das System genommen und kompakter gemacht, ja. Das ist wie dieses kleine Zug um Zug, das es auch gibt, ne? Dass man halt in kürzerer Zeit runterspielt, aber trotzdem das gleiche Grundkonzept nutzt. Und das macht dieses Spiel einfach. Und wenn ihr Bock habt auf Pandemie, aber wollt nicht 3-4 Stunden spielen, sondern einfach mal eine halbe Stunde oder auch kürzer, wenn es schief läuft, dann nimmt man einfach das hier. Ja? Also das ist eine coole Idee, das so umzusetzen auf diese kleine Art, sag ich mal. Oder man kann es so natürlich auch gut mit in Urlaub nehmen. Man hat nicht dieses riesige Spielbrett, man ist hier viermal in dieser Größe. Super, ja. Und dann ist es wirklich schön kompakt, braucht nicht allzu viel Platz auf dem Tisch und hat trotzdem auch noch einen besonderen Kniff. Wir haben hier zum einen vier andere Charaktere, die man nicht genauso kennt. Natürlich zum Teil kommt sie einem bekannt vor. Aber wir haben Mutationen drin. Drei Mutationen, Rot, Gelb und Blau. Und die machen das Spiel schwerer. Desto mehr Mutationen ihr reinmischt, desto schwerer wird das Spiel. Dann kommen zusätzliche Würfel rein. Oder ihr braucht mehr Aktionen, um entsprechend eine Stadt zu heilen, die schon entsprechend befallen ist. Und so ein bisschen fühlt sich's an wie der Kampf gegen Corona. Ja, und trotzdem hat man noch die typischen Charaktere, die man auch wiedererkennt, wie der Pilot oder so, der dann halt transportieren kann. Das ist natürlich schön. Dass man einen kleinen Wiedererkennungswert auch von dem großen Spiel hat. Ja, genau. Und es ist einfach deutlich kompakter und deutlich kürzer. Ja. Und hat natürlich dadurch auch einen gewissen Reiz. Ich würde tatsächlich jedem, der ein bisschen unentschlossen ist, was Pandemic betrifft, hier direkt Pandemic Hot Zone ans Herz legen und sagen, hey, dann probiert's in der kleinen Variante. Weil wenn einem das super gefällt, dann kann man ohne Probleme und ohne Bedenken zur großen Variante greifen. Ja. Wenn man hier schon Bedenken hat oder sagt, ah, so ganz überzeugt mich das nicht, dann lasst einfach die Finger weg. Wie eine Demo. Schon fast. Ja, nur aber eine Demo mit in vollem Umfang. In vollem Umfang, ja. Nur Umfang, genau, richtig. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, seid ihr bereit, die Pandemie zu bekämpfen? Lasst uns gerne entsprechende Kommentare da. Was haltet ihr von so kleinen Ablegern? Ja. Oder sagt ihr, Finger weg? Ja, lieber groß. Ja, ich fand's eigentlich famos für die Größe. Für die Groß. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns zum nächsten Quickshot wieder. Und wer weiß, wo wir dann unterwegs sind auf der Welt. Jo, bis dahin. Rettet die Welt. Bye, bye.